Herzlich willkommen beim DGFFSPBBMIWE. Entschuldigung, dem großen Frühstücksfernsehen Promi Big Brother Moderatoren eingesperrt im Wohnmobil-Experiment mit Jan Hahn und Simone Panteleit. Gestern hat Onkel Torgen im Wohnwagen gekocht und gequizt. In welchem deutschen Fernsehsender läuft die Hitserie Homeland? 2-1! Nach dem Ratespiel steht es im US-Camper 1-1 unentschieden. Tja, wer wird am Ende gewinnen? Geht der Sieger vielleicht mit Michaela Schäfer duschen? Die war gestern nämlich auch noch da. Ja. Aber jetzt mal zurück zum Hier und Heute. Im mobilen Wohncontainer macht sich der Schlendrian breit. Simone und Jan daddeln nämlich heimlich auf eingeschleusten Minicomputern. Deshalb wird jetzt hier von Ausbilder Schmidt aufgeräumt und bestraft. So, kommst du hier rein? Aufstehen! Aufstehen! Meldung machen! Ich glaube, es hackt! Name? Jan. Du? Ich bin ja nur die Putzfrau. Ach, so die Putzfrau. Ja. Gut, hier ist noch irgendwo einer? Nee. Nee? Was ist das hier? Schatten? Ist was für Bettnässer? Nee. Wir können da gleich mit verbrennen. So, hier soll irgendwo ein iPad sein. Den soll ich suchen. Wo ist er? Wie kommt der denn hier da rein? Ist er. Das gibt's so. Ja nicht. Ein kleines Bett, Liegestütze. Ja. Gut, du bist ja krank. Was schaffst du? Zwei, nein, drei, nicht. Vier. Ich hab Rücken auch noch. Du hast auch noch Rücken. Okay. Ja. Dann mach du Brettspiel für eine Person, bügeln. Also, geh rein. So, was schaffst du? Vier. Zehn. Runter. Ich hab keine zehn. Auf jeden Fall. 20. Ich weiß, dass nein, ich nicht hab. Erstmal zehn. Runter. Und hopp. Komm. Eins. Sieht man das mit der Kamera, wenn ich auf die Hände trete? Ah! Ja, mach laut. Vier. Vier. Das war sieben, ihr Eier. Weiter, weiter, weiter. Vier. Scheiße, verzählt nochmal. Eins. So, wie soll's Wetter werden? Gut, glaube ich. Ja. Ja, ein bisschen nass-kalt, ne? Oder? Hallo. Hallo. Hallöche. Hallo. So, darf ich dir mein Team vorstellen? Ja. Das ist die Simone. Hallo. Und das ist die Klaus Bärbel, meine Assistentin. Ja. So, willst du jetzt duschen gehen, oder was? Unbedingt. Ja. Bei uns im Wagen? Ja. Treue. Ach, das geht schon so. Ja? Okay. Ich habe Löcher in den Hosen, ja. Das super, war es für euch? War es erfrischend? Ja, es war super. Okay, Wirklich. Schön. Vielen Dank. Ja. Komm jederzeit wieder. Ja, aber gerne. Bitte nur, wenn du den da mitnimmst jetzt. Ja? Stopp, stopp. Hier gibt es noch das Tagesquiz. Der Ausbilder stellt unlösbare Spezialfragen und lässt willkürlich Simone gewinnen. Du siehst eine Frau, die zwei schwere Koffer die Treppe hochträgt. Was machst du? A. Ich frage sie, wie spät es ist. A. Sehr gut. Sehr gut. Der ist sauer jetzt, ne? Der ist ein bisschen aggro. Der kann nicht verlieren. Ja, er ist auch ein Verlierer, ne? Du auch gleich. Ja, ist blöd. Als Verlierer nicht verlieren können, ist halt scheiße. Also zu Jan muss ich sagen, bin ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte nie gedacht, dass der so ein schlechter Verlierer ist. Simone hat mich ein bisschen im Stich gelassen mit der ganzen Sache, ne? Das ist jetzt so das Zweite, wo man dann bei ihr einfach mal auch auf ihren Charakter schließen kann, ne? So. Der kann einfach nicht verlieren. Aber na gut, das ist ein Mann. Was soll man sagen? Willst du noch Salami haben? Bisschen? Noch ein Stück? Kurz vorm Einschlafen ist alles wieder gut und Jan schleimt sich bei Simone mit einer Prinzessin-Gute-Nacht-Geschichte ein. Ja, es war einmal eine Prinzessin. Und sie flog und flog und flog und plötzlich sah sie unten, da unten, auf einer einsamen Insel, ihren vermeintlichen Traumprinzen rumrennen. Was sie noch nicht wusste, es war ja nur Matthias Killing. Matthias hat ihr sofort auch gesagt, das könnte was werden. Ja. Aber sie sagte, nein, ich möchte nur einen mit blonden Haaren und blauen Augen. Also so einen wie Jan Hahn, nur in geil. So wie ich, nur in geil, genau. Und wie geht es weiter im Wohnwagen? In Folge 4 am Montag ist hier beim DGFFSPBBMEIWE endlich auch ein Mann in der Dusche zu sehen. Wer das sein wird, es bleibt spannend.